Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Pixels. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben zuletzt auf Normal den Standardmodus abgeschlossen und jetzt probieren wir uns mal an The Solution, die Lösung. Und zwar ebenfalls auf Normal. 16. September 1983. H. Mason Maximum Security Correctional Facility, ein Hochsicherheitsgefängnis. Wir haben Sie für eine Mission der größten Wichtigkeit ausgewählt. Wir senden Sie nach New Lexington, New York. Yeah. Mitte Juli gab es einen Zwischenfall in einer Chemiefabrik, der den Toten wiederbelebt hat. Die Armee wurde eingeschickt, aber musste sich wieder zurückziehen. Seitdem haben wir nach einer Lösung für das Problem gesucht. Wir denken, dass Sie dieser Lösung sein könnten. Um 21 Uhr werden Sie im Flughafen der Stadt abgeworfen. Von dort werden Sie in Richtung des städtischen Kraftwerks marschieren. Im Kraftwerk werden Sie sein Steuerungssystem aktivieren und dann aus der Stadt fliehen. Wenn Sie Vorräte oder Verstärkungen brauchen, kontaktieren Sie mich via Radio. Sie können auch Häuser nach Vorräten und Waffen durchsuchen. Nun, wenn Sie das alles überleben, bekommen Sie ein Pardon des Präsidenten. Okay. Das war die 50 Dollar Steuerhinterziehung bestimmt wert. So, und jetzt, anstatt dass wir uns unsere Charaktere zusammenschustern, dürfen wir uns selber einen aussuchen. Zu überstehen. Erstens, nur was du benötigst mitschleppen. Es gibt keinen. Okay, das war jetzt fast zu schnell. Wenn du mehr oder Verstärkung brauchst, ruf mich auch mal an. Wenn du speichern musst, kannst du eins deiner Tintenbänder verwenden. Mhm. Wo auch das wieder anspielt. Sobald du fertig bist, denk dran, zurück zum Flughafen. So,
Wir haben insgesamt 5 Farbbänder, das heißt, wir können nur 5-mal speichern. Das heißt, wir werden natürlich ein bisschen sparsamer damit umgehen müssen. Ziel. Nächster Drop-Punkt ist 2 Straßen nach Osten. Okay. Das klingt nicht uninteressant. Aber das wäre unser fast komplettes Geld. Auf der anderen Seite. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Hey!
Natürlich auch ein sehr schöner Twist, dass wir jetzt zwar alles plündern können, was wir finden, aber keine Läden haben und die einzige Möglichkeit, neue Ausrüstung zu bekommen, ist, die quasi zu bestellen und wir müssen sie danach wirklich abholen. Der ist zu, ja. Hey!
Unripe. Schwänzer in der Pfanne. Klingt natürlich auch nicht uninteressant. Hey!
die einfach mal alle mit. Ein 10.
haben wir denn so viel Munition, ne? Ich würde mal sagen, wir holen uns mal den nächsten Weg ab und dann... Bisschen, weil ich unter anderem auch vergessen habe, dass 10 oder 20 erste Hilfe-Packs auf was liegen. Aber das ist ja gar nicht schön. Schmeißen wir ein paar Sachen weg, die wir eben nicht verwenden. Oder wir brauchen mal ein paar. Das Tesla-Gewehr. Gut, das probieren wir jetzt einmal ganz kurz noch aus. Da. Das ist das Tesla-Gewehr. Nicht unlustig. Auf jeden Fall nicht unlustig. Den Rest lass mal liegen. So. Und dann... Versprochen, speichern wir hier. Und dann sage ich danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen, vor allem in diesem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen gehen wir immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!